Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer fünften Episode mit dem Titel An den Brunnen von Aram. Bevor wir richtig einsteigen, haben uns wieder einige Fragen ereilt, 6 an der Zahl, und wir wollen sie kurz und bündig beantworten. Die erste Frage, die gestellt worden ist: Wo steht in der Bibel, dass Luzifer ein Musikmeister im Himmel gewesen ist? Gute Frage. Hier kommt die Antwort. In Hesekiel 28, in einem der Kapitel, in der Fall dieses großen Engelsfürsten Helel oder auch Latein Luzifer beschrieben wird, da wird unter anderem auch Bezug genommen auf die Zeit, bevor er gesündigt hat. Und es heißt dort in Hesekiel 28, und dort Vers 13, nachdem eine ganze Reihe von Edelsteinen beschrieben werden, die er gehabt hat, da heißt es: Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Nun, wer keine Schlachter 2000 oder Luther 1912 hat, wird hier andere Worte vorgefunden haben. Da steht dann meistens sowas wie Ohrringe oder andere Schmuckgegenstände. Ich habe vor einiger Zeit mal ein sehr intensives Studium des Hebräischen hier gemacht, und das erste Wort, das was hier mit Tamburin übersetzt wird, ist tatsächlich unzweifelhaft ein Tamburin. Es ist ein Musikinstrument. An allen anderen Stellen in der Bibel ist es auch ein Musikinstrument. Da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln. Das zweite Wort heißt wörtlich Öffnung, und das ist etwas allgemein. Ja? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es im direkten Kontext von Musikinstrumenten geht, nämlich Tamburin, dann fragt man sich, welches Musikinstrument hat eine Öffnung, eine Flöte zum Beispiel. Ja. Wenn man jetzt aber sagt, naja, vorher sind da lauter Edelsteine, vielleicht geht es ja auch um eine Öffnung im Ohr. Dann kommt dann Übersetzung Ohrring raus. Also das zweite Wort ist ein bisschen unklar. Keiner weiß genau, was es bedeutet. Die neuesten Wörterbucher tendieren auch zu Flöten. Aber ganz egal, wie das zweite Wort zu übersetzen ist, auf jeden Fall gibt es Musikinstrumente hier. Und der Text sagt deutlich, dass an dem Tag, als Helel, als der schützende, gesalbte Cherub geschaffen worden ist, die Tamburine, also die Musikinstrumente, ihm gegeben worden sind. Die zweite Frage, die gestellt worden ist: Wer war Melchisedek? Sein Name bedeutet ja König der Gerechtigkeit, Melchisedek. Und es gibt immer wieder die Spekulation, dass sich hinter diesem Melchisedek jemand Übernatürliches verbergen könnte, weil der König der Gerechtigkeit, das wäre doch eigentlich ein passender Titel für Gott selbst. Nun, in der Bibel ist Melchisedek tatsächlich erstmal eine ganz normale Person aus Fleisch und Blut. Und die Tatsache, dass sein Name so besonders ist, König der Gerechtigkeit, ist eigentlich nichts Besonderes. Die meisten Personen der Bibel haben sehr schöne Namen. Da gibt es auch einen, der heißt Elimelech, mein Gott ist König. Und viele andere Namen, die auf Gott und seine Gerechtigkeit hinweisen. Also nur die Tatsache, dass er so einen wunderbaren Namen hat, König der Gerechtigkeit, heißt noch nicht, dass er kein Mensch gewesen ist. Er regierte auch einen Stadtstaat, der Salem, also Frieden heißt. Also der Paulus macht später diese Analogie, er sagt: Der König der Gerechtigkeit, Melchisedek, war König von Salem, war König des Friedens. Aber er war natürlich in seiner Funktion als König und Priester in gewisser Weise ein Vorbild auf den kommenden Erlöser. Das auf jeden Fall. Dritte Frage: Wie kann der Abimelech an einer Frau von 90 Jahren so viel Gefallen gehabt haben? Wir haben das letzte Mal gesehen, wie der Abraham zweimal seine Halbschwester, die auch seine Frau war, allein als seine Schwester bezeichnet hat und damit sein Leben retten wollte, weil er meinte, dass man ihn totschlägt, um sie dann zu sich zu nehmen. Und im zweiten Fall war die Sarai, die dann schon Sarah hieß, 90 Jahre alt. Und welcher König dieser Welt holt sich 90-jährige Frauen in seine Haare? Und auch hier ist die Antwort relativ simpel. Wie wir gesehen haben, waren damals die Jahreslängen der Alter weitaus länger, obwohl längst nicht mehr so lange wie vor der Sintflut. Zur Zeit von Abraham lebten Menschen immer noch so 180 bis 200 Jahre. Sein Vater Terach war 205 Jahre alt geworden. Also man kann im Grunde genommen so die Lebenszeit verdoppeln von uns, um auf das damalige Alter zu kommen. Oder wenn man es umrechnet in unsere Zeit, würde man es ungefähr halbieren. Das heißt, eine 90-jährige Frau damals könnte durchaus so um die
45 gewesen sein, also gerade so in ihren Wechseljahren. Das passt ganz gut zur Geschichte, dass dann die Frau eben nicht mehr Kinder kriegen konnte. Aber mit 45 kann man vielleicht durchaus noch einem König gefallen. Ja? Und Sarah war außergewöhnlich schön und das wird dann mit den Jahren nicht viel weniger gewesen sein. Vierte Frage. Und da hat der Fragesteller auch gesagt, er war nicht ganz sicher, ob er das vielleicht schon gesagt worden ist, er wollte es aber nochmal sicherstellen. Wieso war dort im Gebüsch, als der Abraham den Isaak opfern sollte, wieso war da ein Widder und nicht ein Lamm? Der Abraham hat ja auf dem Weg, auf die Frage, wo ist das Lamm zum Brandopfer, gesagt, Gott wird sich ein Lamm ersehen. Und es ist aber nie ein Lamm auf diesem Berg erschienen, zunächst einmal, sondern im Gebüsch befand sich ein Widder. Und wir haben das auch letztes Mal angedeutet, dass das im Prinzip ein sehr deutlicher Hinweis für den Abraham selbst war, dass der Widder, der dann anstelle von Isaak geopfert wurde, dass das nicht das Eigentliche war, worum es ging, sondern dass es eine Lektion war auf das kommende Lamm, das buchstäblich Gott bereiten würde. Er hatte verstanden, dass Gott selbst sich der Menschheit geben würde, dass Gott seinen Sohn geben würde, der sogenannte, und dass Gott selbst einen enormen Schmerz dabei erleben würde. Und deswegen hat er den Ort genannt, der Herr wird ersehen. Also er wusste, es wird in der Zukunft sein. Und dieses Lamm, das Zukünftige, wird uns noch im Laufe dieser Zeit hier beschäftigen. Vorletzte Frage, relativ simpel. Warum sind die Jahreszahlen in den Präsentationen aufsteigend, obwohl wir uns vor Christus befinden? Man kennt das ja aus dem Geschichtsunterricht. Je näher man sich der Zeitenwende nähert, desto kleiner sollten die Zahlen werden. Bei uns werden sie immer größer. Das Rätsel der Lösung ist ganz einfach. Wer alle vier Vorträge gesehen hat, wird es wahrscheinlich von alleine gemerkt haben. Die Jahreszahlen beziehen sich nicht auf Christus oder die Zeitenwende, sondern beziehen sich auf die Zeit seit der Schöpfung. Also die Sintflut fand nicht 1656 vor Christus statt, sondern 1656 Jahre nach der Schöpfung. Und Abraham wurde nicht 2008 vor Christus geboren, sondern 2008 Jahre nach der Schöpfung. Wir werden eine ganze Zeit noch in dieser Zeitrechnung weitergehen und dann im Laufe der Serie irgendwann in die Vor-Christus-Rechnung überswitchen, die uns dann von der Geschichte besser bekannt ist. Letzte Frage. Noch jemand hat es hier mit der Genealogie und hat ein bisschen mitgerechnet. Es heißt nämlich, scheint so in der Bibel gesagt zu sein, dass Terach 70 Jahre alt war, als er den Abram gezeugt hat. Und es heißt auch in der Bibel, dass Abram mit 75 Jahren dann sein Vaterhaus verlassen hat und von Haran nach Kanaan gezogen ist. Das heißt, wenn Terach 70 Jahre alt gewesen ist, dann müsste er zu dem Zeitpunkt 175 gewesen sein, aber die Bibel sagt, dass er mit 205 Jahren gestorben ist. Das heißt, er müsste ja noch jahrzehntelang alleine in Haran gelebt haben. Die Tatsache ist aber, dass die Bibel auch sagt, dass Abraham erst aus Haran loszog, als sein Vater gestorben war. Und das bedeutet, dass Abraham sehr viel später gezeugt worden ist. Also wenn man die Rechnung rückwärts aufmacht, wenn Terach 205 Jahre alt war, als er gestorben ist und Abraham zu dem Zeitpunkt dann 75 war, wie alt war dann Terach, als Abraham gezeugt wurde? Genau. Das heißt, er ist erst 60 Jahre später gezeugt worden, nachdem Terach seinen ersten Sohn gezeugt hat. Das heißt, Nachor, der ältere Bruder, war tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, 60 Jahre älter als der Abraham. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass, wie auch in diesem Fall, die Tatsache, dass Abraham als Erster erwähnt wird, wenn es hier heißt, Terach war 70 Jahre alt, als er den Abraham, Nahor und Haran zeugte, nicht bedeutet, dass er der Erstgeborene war, sondern er ist als Erster aufgeführt, weil er natürlich die größte, besonderste Rolle gehabt hat. Also, viele interessante Fragen. Wenn auch Sie eine Frage haben, entweder hier vor Ort oder im Livestream, dann scheuen Sie sich nicht, stellen Sie die Frage entweder hinten an der Fragenbox, schreiben Sie das auf oder stellen Sie uns die Frage unter der Mailadresse fragen@weltengeschichte.de. Wir behandeln ja einige Dinge hier, die man sonst nicht so häufig hört und wo man vielleicht auch mal Fragen stellen kann, die man sonst nicht so beantwortet bekommt. Wir wollen ganz kurz, bevor wir hineinsteigen ins Thema, uns erinnern, was bisher geschehen ist in den ersten vier Episoden.
ganz kurz zusammengefasst, wir haben festgestellt, alles begann in unserer Geschichte mit der ewigen Existenz Gottes, der schon immer Liebe war, ist und sein wird, der sich nie ändert und das als Gesetzmäßigkeit die Grundlage der ganzen Geschichte bildet. Wir haben gesehen, dass er in seiner Liebe Welten erschuf, Wesen erschuf, auch die Boden, die Malakim, die Engel, die zwischen den Welten kommunizieren sollten. Wir sahen, wie einer von ihnen, der Hillel, eine Rebellion im Himmel startete. Ein Drittel der Engel folgte ihm. Gott schuf die Erde, um zu zeigen anhand der 6 Tage, die er dort aktiv war, dass er wirklich gut war, dass man ihm vertrauen kann und dass alles, was er macht, sehr gut ist. Er schuf den Menschen als Repräsentanten, als Abbild von ihm, an dem das ganze Universum sehen sollte, wie Gott wirklich ist. Doch der gefallene Engel, der Hillel, der zu Satan wurde, verführte diese Menschen, indem er sich der Schlange bediente und sie dazu brachte, von dem einzigen Baum zu essen, von dem Gott ihnen geboten hatte, nicht zu essen, um ihre Liebe und ihre Freiheit zu testen. Dadurch kam die Sünde, die Rebellion in das Herz der Menschen und der Tod als Folge. Trotzdem entschied sich Gott, diesen Planeten nicht einfach sich selbst zu überlassen, nicht einfach die Menschheit der satanischen Regierung zu überlassen, sondern er entschied sich, für sie ein Opfer zu bringen, einen Plan, der seit Ewigkeiten gefasst war, in die Tat umzusetzen. Er würde, Gott selbst, würde Mensch werden, der zweite von ihnen, und würde sich ganz hingeben, um der Menschheit einen Neuanfang möglich zu machen. Das wäre ein gewaltiges Opfer, das von Anfang an durch Tieropfer illustriert und versinnbildlicht wurde. Die Menschen nach Adam und Eva fingen sehr bald an, sich in 2 Gruppen aufzuspalten. Die einen, die treu zu Gott standen und wussten, dass sie gesündigt hatten, dass sie seine Liebe und seine Gnade bedurften, und andere, die diese Rebellion, diesen Geist der Rebellion hegten und entsprechend sich auch verhielten. Wir haben das an Kain und Abel gesehen, an dem ersten Brudermord und dann an den Patriarchen, die so Jahrhundert für Jahrhundert lebten. Wir hatten gesehen, wie Henoch als erster und bis dato einziger den Tod nicht sah, sondern in den Himmel aufgenommen worden ist. Ansonsten ging es bergab mit der Menschheit. Gott sandte eine Sintflut im Jahre 1656, die die gesamte Erde reinigte von der Bosheit, die sich dort angesammelt hatte. Gott hatte 1.500 Jahre lang gewartet, ob Menschen sich bekehren würden. Nur 8 waren bereit, ihm zu folgen. Mit ihnen fing Gott von vorne an, aber schon bald war auch dort der Biss der Schlange, das Gift dieser Rebellion, sichtbar an dem Turmbau dort in der Ebene von Sinai, aus der dann später, nachdem sich die Sprachen zerstreut und die Völker in verschiedene Richtungen bewegt hatten, die ersten Reiche, die ersten Hochkulturen entstanden. Wir haben das letzte Mal gesehen. Und in einer dieser Hochkulturen, unter den Sumerern und Akkadern, berief Gott einen Menschen, um mit ihm der Welt und dem Universum zu zeigen, dass es sich lohnt, Gott zu lieben und Gott zu vertrauen. Er sollte ein Beispiel und ein Verkündiger des Wesens Gottes in einer Welt sein, die wiederum in die geistliche Finsternis abdriftete. Er rief ihn, er sollte sein Heimatland, seine Verwandtschaft, sein Vaterhaus verlassen und dann in dem Gebiet der verfluchten Kanaaniter ein Zeugnis sein. Er hat sehr viel erlebt, dieser Abraham, hat auch manche Glaubensprüfungen bestehen müssen, war auch nicht immer selbst ganz besonders stark im Glauben, hat öfter seine Frau weggegeben aus Angst um sein Leben und hat trotzdem sich den Respekt der Kanaaniter erworben durch sein selbstloses Handeln und wurde von Gott immer wieder auf den geraden Weg zurückgebracht. Als Zeichen des Bundes, den Gott mit ihm einging, gab er die Beschneidung, die ihm zeigen sollte, dass wenn man Gott folgt, man nicht nach dem eigenen Willen handelt, sondern nach dem Willen Gottes, der der Beste ist. Und Abraham glaubte das, dass Gottes Wille besser ist als sein eigener Wille. Er sah auch, wie die Bewohner der berühmten Stadt Sodom in Rauch und Asche aufgingen, als Feuer vom Himmel fiel und sein Neffe Lot nur knapp gerettet wurde.
Und schlussendlich die Verheißung Gottes, dass er einen Sohn bekommen würde, der Abraham, sich doch erfüllte, nicht durch deine eigene Methode, durch die Hagar, den Ismael zu bekommen, sondern durch die Sarah, die damals schon 90 Jahre alt war, bekamen sie den Sohn der Verheißung, Jitzrak, der Träger dieser Heilslinie sein sollte. Und ganz am Ende haben wir gesehen, wie dann Abraham fast zu Tode erschrocken ist, als Gott von ihm fordert, eben diesen Jitzrak, diesen Isaak, als er 20 Jahre alt war, als Brandopfer zu opfern. Wir haben gesehen, wie Isaak bereit war, sich freiwillig zu geben und das ganze Universum den Atem anhielt, zu sehen, wie ein Vater seinen Sohn gibt und wie ein Sohn sich freiwillig opfern lässt. Und als der Witter dann im Gebüsch gefunden wurde, war deutlich, das Ganze war nur eine Illustration, ein Bild auf den großen Plan der Erlösung, den selbst die Engel und die ungefallenen Welten jetzt zum ersten Mal in seiner emotionalen Tiefe so richtig verstanden haben. An der Stelle haben wir Schluss gemacht, als wir gesehen haben, dass Abraham den Tag des kommenden Erlösers gesehen hatte und sich freute. Und an dieser Stelle werden wir weitermachen, jetzt mit der Episode 5. Lassen wir uns mit einem Gebet starten und lade Sie dazu ein. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du heute an diesem Tag dir Zeit nimmst, uns zuzuhören und dir Zeit nimmst, zu uns zu reden. Wir danken dir, dass wir über deine Worte nachdenken dürfen und die Geschichten, die Menschen mit dir erlebt haben und die Teil der Weltgeschichte geworden sind. Wir möchten dich bitten, dass wenn wir über diese Geschichten nachdenken, wir auch unsere eigene Geschichte diesen Geschichten entdecken. Und dass du zu uns sprichst, dass wir wirklich wertvolle Dinge lernen. Und danken dir, dass du das tun wirst durch deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen. Episode 5. An den Brunnen von Aram. Abraham hatte nun wirklich alles im Leben erlebt, was man so erleben konnte. Er war weit über 120 und sein Sohn Isaak mittlerweile ein junger, kräftiger Mann. Abraham war zufrieden als Fremdling dort im Land, im Südland von Kanaan, von Kanaan zu leben. Und mit der Zeit fragte er sich, was eigentlich aus seinen Verwandten geworden war, die er Jahrzehnte zuvor zurückgelassen hatte, in der Gegend von Haranu, von Haran. Was war mit seinem älteren Bruder Nachor passiert, der die Milka geheiratet hatte? Und er hörte die Kunde, dass Nachor, sein älterer Bruder, eine große Zahl von Kindern bekommen hatte, 8 Söhne allein von seiner Hauptfrau. Auch er hatte sich eine Nebenfrau genommen, wie das Abraham ja auch zum Teil getan hatte. Und er hatte weitere 4 Söhne bekommen. Das Land, in dem Nachor mit seiner ganzen Sippe lebte, war das Land Aram, benannt nach einem der Enkel von Noah, einem Bruder von Arpachshad, dem Träger der Heilslinie durch Sem. Und es lag dort im Norden zwischen den beiden Flüssen Prat, Euphrat und Chiddekel, Tigris, in einer äußerst fruchtbaren Ebene. Dort liefen die ganzen Karawanenstraßen und Handelsrouten zusammen. All das, was aus Assur und Babylon kam und dann vielleicht weiter Richtung Kemet, Richtung Ägypten gehen würde. Auch das Gebirge im Norden war man schnell und auch der Weg zu den Küstenstädten am Meer war nicht allzu weit. Dort trafen sich viele Handelsstraßen und dort war eine blühende Zivilisation entstanden. Es war im Jahre 2145. Abraham war mittlerweile 137 Jahre alt, als seine Frau Sarah, 10 Jahre jünger, starb. Mit ihr hatte er all die großen Abenteuer seines Lebens erlebt und er hielt eine lange und intensive Totenklage. Die Frage war, wo soll ich sie begraben? Ich bin ein Fremdling in diesem Land. Ich habe keinen Besitz. Und so entschloss er sich,
Menschen in der Nähe zu fragen, ob sie nicht bereit wären, ihm ein kleines Grundstück zu verkaufen. Er, der als Fremdling hier in diesem Land Kanaan lebte, wollte zumindest ein ganz bisschen Privateigentum haben, um dort seine Tote begraben zu können. Er traf sich mit einigen Hethitern oder auch Chatti, wie sie sich selbst nannten, die berühmt waren in der ganzen Welt für ihre vielen, vielen Götter. Sie galten als das Volk der 1000 Götter. Aber ein Grundstück konnte man von ihnen kaufen und so hatte er sich etwas ausgesucht, dort in der Nähe eines Feldes von Mamre, die Höhle Machpela samt Feld, die wollte er haben. Und mit dem Besitzer kam er sich schnell überein, der wollte ihm die Höhle sogar schenken. Aber Abraham wusste, dass das vielleicht keine gute Idee wäre, sich abhängig zu machen von den Götzendienern. Und so wog er ihm die vielen Kilo Silber ab, die dieses Grundstück kostete. Er war jetzt rechtmäßiger Besitzer eines Feldes und einer Steinhöhle. Das ganze Land war ihm verheißen. Er hatte alles gesehen, von den Bergen des Nordens bis in das Südland, die Wüste. Von all dem Land, das ihm verheißen worden war, besaß er jetzt ein kleines Stück, eine kleine Anzahlung sozusagen. Er lebte in der Nähe eines Brunnen, den er damals mit, wo er einen Vertrag gemacht hatte mit Abimelech. Und dieser Brunnen hieß Beersheba, der Brunnen des Schwures oder auch der Brunnen der Sieben. 3 Jahre vergingen nach dem Tod seiner Frau und Abraham wusste, dass auch er vielleicht nicht mehr lange zu leben hatte und die Frage stellte sich, wie würde es mit Jitzrach, mit Isaak weitergehen? Er war immer noch Single und weit und breit gab es nur Frauen, die entweder Kanaaniter oder Amoriter oder Chetiter waren, allesamt ungeeignet für jemanden, der die Heilslinie weiterführen sollte, aus dessen Nachkommenschaft der Messias, der verheißene Erlöser kommen sollte. Und so fasste er den kühnen Plan. Er wusste, dass seine Verwandten in Aram, obwohl sie auch den Mondgott Nanna oder Sin anbeteten, dass sie immer noch von dem wahren Gott wussten und dass der Götzendienst sie nicht völlig eingenommen hatte. Vielleicht könnte man dort ja in ihrer Umgebung eine Frau finden für den Jitzrak. Aber Abraham hat interessanterweise seinen Sohn nicht losgeschickt. Als er die Sache mit Isaak durchsprach, musste der, vielleicht erstaunt, vielleicht war das auch Tradition, erfahren, dass jemand anderes für ihn die Braut aussuchen würde. Sein Knecht, der Knecht Abrahams, mit Namen Eliezer, mein Gott ist Hilfe. Und für Isaak bedeutet das eine schwerwiegende Entscheidung. Würde er sich dem Urteil dieses Mannes anvertrauen können, der ohne Frage ein treuer Mann Gottes war? Eliezer musste dem Abraham schwören, nur eine Frau gleichen Glaubens zu finden und sie auf jeden Fall auch mit nach Kanaan zu bringen. Es war keine Option, dass Jitzrak aus Kanaan nach Aram zurückziehen würde, selbst wenn es eine gläubige Frau wäre. Wichtig war nicht nur, dass diese Ehe von einem selben Glauben getragen war, sondern auch von einer gemeinsamen Mission. Und die Mission von Abraham und seinem Sohn war hier in Kanaan ein Zeugnis zu sein. 10 Kamele, Eliezer und ein paar Burschen machten sich auf den Weg, den langen Weg nach Aram, Naharaim. Das Aram der zwei Ströme. Unterwegs kamen sie an der Stadt Damischka vorbei, Damaskus, wo Eliezer selbst herkam, aber er hatte keine Zeit, dort lange zu verweilen. Er musste weiter nach Aram. Sie überquerten den Euphrat und kamen in diese fruchtbare Gegend. Und nach einiger Zeit erreichten sie tatsächlich die Stadt Haranu, in der damals Abraham vor vielen Jahrzehnten selbst gelebt hatte, mit diesen seltsamen Dächern. Und Eliezer blieb mit seiner Karawane außerhalb der Stadt zurück und überlegte sich, nach welchem Kriterium er jetzt eine Frau finden sollte. Manche Kriterien liegen auf der Hand: Schönheit, Geld. Aber Eliezer war sich nicht sicher, ob das die beste Option wäre. So entschied er sich
Gott zu fragen und zu bitten, dass er die Sache leiten möchte. Er wollte eine Frau finden, die wirklich die Prinzipien des Himmels widerspiegelt. Und als er so mit seiner Karawane, mit den durstigen Kamelen dort lagerte, kamen die Frauen in der Abendstunde zum Brunnen. Viele der Brunnen damals waren Brunnen, in denen man kreisförmig in den Erdboden hineingehen musste, zu einem Loch, wo das Wasser war. Es war sehr anstrengend, dort die großen Wassereimer hinunterzutragen, zu füllen und dann wieder auf dem Kopf oder auf den Schultern zurückzutragen. Er sah dort ein junges Mädchen, das ebenfalls kam, und sie fiel ihm auf. Sie benahm sich ganz besonders. Sie hatte so eine ganz besondere Aura. Und überlegte sie, wie er sie ansprechen könnte, wie ein Gespräch beginnen sollte, und ihm fiel wahrscheinlich nichts Besseres ein als diese Frage: Könnte ich auch etwas Wasser haben? Und als sie merkte, dass er ein Fremdling war, der eine weite Reise hinter sich hatte, da gab sie nicht nur ihm Wasser, sondern sie sah die Kamele. Und ungefragt begann sie für alle 10 Kamele literweise, nicht nur einmal oder zweimal, sondern unglaublich oft in diesen Brunnen zu steigen und Wasser zu holen. Der Leser beobachtete das ganz genau. Er merkte, hier ist eine Frau, die hat genau die Prinzipien des Himmels. Sie denkt nicht an sich, sie denkt an andere. Eine Frau, die Mitleid mit diesen verachteten Kamelen hat, die wird sich bestimmt auch um meinen Herrn Isaac ganz gut kümmern. Er fragte sie nach ihrem Namen. Und ihr Name war Ribka. Wir kennen sie als Rebekka. Und es stellte sich raus, dass sie tatsächlich eine Verwandte von Abraham war. Sie war die Tochter von, sie war die Schwester von Laban und die Tochter von Bethuel. Nachdem er dann die ganze Familie kennenlernte, bat man ihn hinein in das Haus und wollte ihm ein großes Mahl auftischen, wollte feiern, dass endlich jemand sich von der Sippe Abrahams halt mal wieder blicken lassen nach all den Jahrzehnten. Aber Eliezer hatte zunächst keine Lust auf Essen. Er wollte erst seine Mission zu Ende bringen und sagte sehr deutlich, dass was ihm passiert ist, wie es gekommen ist und dass er sich sicher ist, dass Ribka von Gott auserwählt ist, um eine Ehefrau oder die Ehefrau für Jitzrak, für Isaac zu sein. Und ihr Bruder Laban und ihr Vater Bethuel, die kannten noch so viel von Gott, sie wussten noch so viel von dem wahren Gott des Himmels, trotz ihrer Anbetung des Mondgottes, dass sie erkannten, dass das wirklich eine Sache war, die Gott geführt hatte. Diese Sache kommt von dem Herrn, sagten sie. Darum können wir nichts gegen dich reden, weder Böses noch Gutes. Eliezer war zufrieden, er war froh, seine Mission war geglückt und er holte all die Geschenke raus, die er zurückbehalten hatte, denn er wollte testen, nach welchen Motiven sie entscheiden würden. Jetzt brachte er all das Gold, all den Schmuck, als Zeichen des Bundes, der zwischen den beiden Familien sein sollte. Am nächsten Tag hat es ihn gedrängt, wieder zurückzugehen mit der Karawane. Die Familie von Ribka, von Rebekka, war längst nicht so eilig diesbezüglich. Sie hätten gern ihre Tochter noch ein bisschen länger gehabt. 10 Tage mindestens. Aber Eliezer drängt und sagte: Nein, Gott hat die Reise gelingen lassen. Ich muss zurück. Man hat sie dann selbst gefragt: Möchtest du mit diesem fremden Mann mitgehen? Und zwar jetzt sofort. Ihre Antwort war erstaunlich. Sie sagte: Ja, ich will mit ihm ziehen. Wenn es Gottes Wille ist, dann ist es das Beste für mich, dass ich diesen Mann heirate, von dem ich in meinem Leben noch nichts gesehen und noch nichts gehört habe. Man hat sie gesegnet: Du bist unsere Schwester, werde zu viel tausendmal Tausenden und dein Same neben das Tor seiner Feinde in Besitz. Der Eliezer wird wahrscheinlich spitze Ohren bekommen haben, denn das war der Segen, mit dem Gott den Abraham gesegnet hatte, einige Jahre zuvor auf dem Berg Moria. So zogen sie zurück und währenddessen hat Jitzrak gewartet. Eines Abends ging er über das Feld und er machte sich Gedanken: Wie wird sie sein, meine Frau? Er hatte es vollständig in die Hände Gottes gelegt.
Etwas, was die allermeisten Menschen zumindest teilweise auch gerne selbst entscheiden. Würde Gott wirklich etwas Gutes dabei herausbringen? Als er so über das Feld ging, kam er vorbei an dem Brunnen Elroi, von dem ihm sein Vater erzählt hatte, dass an diesem Brunnen Gott, der Sohn Gottes, der Hagar erschienen war und sie ermutigt hatte und sie gesegnet hatte. Und ihm kam so in den Sinn, wenn dieser Gott sich sogar um eine ägyptische Magd kümmert und das Beste für sie will, obwohl sie rebellisch war, wird nicht Gott sich auch um mich kümmern? Wird er nicht auch für mich das Beste wollen? Mit solchen Gedanken schlenderte er so über das Feld und sah dann im untergehenden Sonnenlicht die Karawane. Sein Herz pochte. Und mit jedem Schritt, mit dem die Kamele näher kamen, pochte es stärker. Und irgendwann waren sie in Sichtweite. Und man konnte ihn sehen, wie er dort auf dem Feld ging. Und Ribka fragt den Eliezer, wer ist das? Dein Bräutigam. Dann heißt es so poetisch, da glitt sie vom Kamel und verschleierte sich. Und dort auf dem Feld trafen sie sich zum ersten Mal. Jitzrak nahm sie und brachte sie in das Zelt seiner Mutter und er heiratete sie und es stellte sich heraus, alles, was sein Herz begehrt hatte, hatte Gott erfüllt. Es war eine wunderschöne, liebevolle, charakterlich anziehend attraktive, ihn wunderbar komplimentierende Frau. Gott hatte Wort gehalten. Es hatte sich gelohnt, Gott zu vertrauen. Gott war tatsächlich die Liebe, auch in der Frage der Partnerwahl. Und gemeinsam begannen sie eine Ehe, die wohl zu den glücklichsten, zumindest am Anfang, aller Ehen dieser Geschichte gezählt werden kann. Vielleicht hat das den Abraham inspiriert. Jedenfalls, ob es dem Isaak gefallen hat oder nicht, hat er sich auch nochmal eine Frau genommen. Alt wie er war, als Greis. Die viel jüngere Ketura hat ihm sogar noch 6 Kinder geboren. Simran, Jokshan, Medan, Midian, Yishbak und Schwach. Dieses Glück blieb aber Isaak und seiner Frau Rebekka erst einmal versagt. Sie war unfruchtbar. Und Abraham hat sich wahrscheinlich auch gefragt, was das nur ist. Das ist doch kein Zufall, wenn seine Frau unfruchtbar war und jetzt die Frau seines Sohnes schon wieder. Könnte es sein, dass Gott etwas ihnen beibringen wollte? Es war zu dieser Zeit, im Jahre 2158, als Schem, der Sohn Noahs, starb. Er hatte noch 500 Jahre nach der Sintflut gelebt. Und mit ihm starb der letzte Augenzeuge der alten Welt. Mit ihm starb die Möglichkeit aus, sich direkt zu informieren, wie das wirklich gewesen ist vor jener großen Katastrophe. 20 Jahre lang haben Isaak und Rebekka versucht, ein Kind zu bekommen und es hat nicht funktioniert. Auch sie hätten die Option gehabt, eine Nebenfrau sich zu nehmen. Das wäre, wie wir letztes Mal gesehen haben, rechtlich möglich gewesen. Aber Isaak entschied sich, einen besseren Weg zu gehen. Hatte Gott ihm nicht eine Frau bereitet, könnte er ihm nicht auch einen Sohn geben? Er betete jahrelang, 20 Jahre lang. Und Gott erhörte sein Gebet. Seine Frau Ribka wurde schwanger. Und es schien fast so, als ob das Gebet ein bisschen zu intensiv gewesen ist, denn sie bekam nicht ein Kind, sie bekam Zwillinge. Und die begannen sich schon im Mutterleib zu prügeln, zu streiten, so dass es ihr förmlich wehtat. Und sie hat Gott gebeten, was soll das? Ich wollte ein Kind haben, aber diese Schmerzen sind so viel. Und Gott prophezeite ihr etwas über diese beiden Söhne, die in dritter Generation seit Abraham jetzt die Heilslinie fortsetzen sollte. 2 Völker sind in deinem Leib und 2 Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Beide Söhne würden zu großen Völkern werden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Merkwürdige Worte,
die Rebekka in ihrem Herzen behielt. Es war soweit, im Jahre 2168, 10 Jahre nachdem Schem gestorben war, wurden die beiden geboren. Als erster kam ein etwas behaartes Baby heraus. Man nannte ihn Esau oder Esaf, rot. Und nach ihm der zweite, der die Ferse festhielt vom ersten. Deswegen nannte man ihn Jaakov, Fersenhalter oder auch im übertragenen Sinne Betrüger, Jakob. Zur selben Zeit übrigens lebte Ishmael in der Wüste. Er, der von Abraham buchstäblich mit seiner Mutter Hagar in die Wüste geschickt worden war, hatte viele Kinder bekommen. Seine Mutter Hagar, die Ägypterin, hatte ihm ägyptische Frauen aus dem Land Kemet besorgt und er hatte 12 Söhne gezeugt. Nebajot, Keda, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish und Kedma. Dies wurden die 12 Fürsten der Wüste. Sie entschieden sich, kein fruchtbares Land zu besiedeln, sondern jene tote, leblose Wüste, die sich so weit im Südosten ausstreckt, zu besiedeln. Ishmael wurde ein gefürchteter Kämpfer, der mit Pfeil und Bogen und mit kleinen Trupps andere Karawanen überfiel. Er wurde bekannt als ein besonders engstirniger, besonders widerspenstiger, besonders rebellischer. Und er gründete dort dieses Fürstentum der Ismailiter in der Wüste, wo sie im Staub des Sandes in ihren Zelten als Nomaden lebten. Abraham schickte all die anderen Söhne, die er gehabt hatte mit der Ketura, weg. Weg nach Aram, weg in den Osten, damit nur Isaak, der Sohn von Sarah, in Kanaan als Sohn der Verheißung weiter ein Licht sein würde. Und dann im Jahre 2183, Jahrzehnte nachdem seine Frau gestorben war, starb auch Abraham. In gutem Alter, alt und lebenssatt, er hatte vom Leben genug gesehen und er hatte die tiefe Erfahrung gemacht, dass Gott das Leben führt, wenn man seinem Ruf folgt. Und er wurde zu seinem Volk versammelt. Über ihn heißt es, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, jahrzehntelang, 100 Jahre lang hatte er in Kanaan gelebt. Das verheißene Land war nicht sein eigenes geworden, bis auf jenes kleine Feld, das er gekauft hatte. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Abraham wusste sein Leben lang, ich bin ein Pilger, ich bin jemand, der das Vaterland sucht. Dabei dachte er nicht an Ur, nicht an das Land der Akkader und Sumerer, von dem er ausgezogen war. Hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Abraham wurde 175 Jahre alt. Und auch er wurde begraben auf diesem Feld in der Höhle Machpela neben seiner Frau, dem einzigen, was er besaß, dort in diesem Land. Jitzhak zog weiter gen Süden und lebte dort in der Wüste des Südlandes. Und im Jahre 2187 starb Heber, der Stammvater aller, die sich Hebräer nannten. Dieser Name war übrigens in der alten Welt fast ein Schimpfwort. Man verband mit ihnen Menschen, die nichtsnutzig sind und die der Zivilisation schaden. Aber aus diesem Stamm der Hebräer von Heber kamen auch Abraham und Isaak. Jitzhaks Söhne machten ihm viel Freude, der Erstgeborene am meisten. Denn Esau war ein richtiger Naturbursche, jemand, der das Abenteuer liebte und der durch die Wildnis zog und es gut verstand, wilde Tiere zu erlegen und sie seinem Vater schmackhaft zu bereiten. Sein Zwillingsbruder dagegen war ein weitaus
zivilisierter Mensch. Hat sich nie weit vom Zelt entfernt, hörte gerne auf seine Mutter, die ihn weitaus lieber hatte. Das Problem war, dass obwohl sie nicht nur unterschiedliche Charaktere hatten, hatten sie auch eine unterschiedliche Einstellung zum Glauben. Für Jakob bestand großes Interesse daran, diesen Plan der Erlösung zu verstehen. Er hörte gerne zu, wie ihm Rebekka erzählte von den alten Geschichten. Aber Esau, den interessierte mehr, wie viele Antilopen über dem nächsten Bergrücken zu erobern wären. Er hatte von großen, abstrakten Dingen nicht viel gehalten. Und eines Tages, als er von der Jagd hungrig zurückkam, als er in der Wüste nichts gefunden hatte und ein bisschen frustriert war, dass all seine Pfeile daneben geschossen worden waren, da kam er nach Hause an das Zelt und sah seinen Bruder mit so einer Linsensuppe. Er hatte großen Hunger. Und Jakob sah seine Chance. Er wusste, dass sein Vater Isaak immer wieder deutlich gemacht hatte, er würde Esau, den Erstgeborenen, zum Erben von allem machen, zum geistlichen, weiterführenden Glied der Halskette. Aber Jakob hatte so einen Wunsch, selbst der Patriarch zu sein, selbst der zu sein, aus dessen Nachkommenschaft der Erlöser kommen würde. Und seine Mutter hat ihm erzählt, dass Gott damals gesagt hatte, dass er, der Jüngere, in Wirklichkeit dieses Vorrecht haben sollte. Aber gegen seinen Vater konnte er nicht rebellieren. Aber vielleicht könnte er mit ein bisschen List und Tücke das Ganze doch für sich entscheiden. Er bot dem Esau einen Handel an. Er würde ihm von dem Linsengericht, das er gerade gemacht hatte, eine gute, große Portion, eine schöne Schale abgeben, wenn der ihm das Erstgeburtsrecht verkaufte. Damit verband sich geistlicher Segen und priesterlicher Segen. Er sollte dann der Priester der ganzen Sippe sein. Damit verband sich auch materieller Segen. Aber dem Esau war das alles egal. Er sah nicht weiter als bis zu der Grenze dieses Pottes dort und diese Linsen. Mehr interessierte ihn nicht. Und er rief aus: Sieh, ich muss doch sterben. Was soll mir die Erstgeburt? All das, was ihr immer sprecht von dem kommenden Erlöser, das wird mir ja ohnehin nichts nützen, denn bevor der kommt, bin ich schon lange tot. Ich sollte das Leben besser jetzt genießen. Warum sollte ich mich jetzt aufhalten mit irgendwelchen religiösen Dingen? Jetzt ist das Leben, jetzt bin ich hungrig, gib mir von den Linsen. Gesagt, getan, die Linsen wurden aufgeschenkt. Und Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht. Es zeigte seine Gottlosigkeit. Aber Isaak war immer noch nicht überzeugt, er war trotzdem weiter von fest davon überzeugt, der Erstgeborene muss es bekommen, so ist es schon immer gewesen, und er wollte sich nicht überreden lassen. Es kam zu einer großen Hungersnot, so wie vor über 100 Jahren, als Abraham, als er gerade frisch nach Kanaan eingezogen war, sie schon mal erlebt hatte. Und Isaak überlegte sich, was sollte er tun? Er konnte jetzt dort, wo sie lebten, die Familie nicht ernähren, und er erinnerte sich, wie sein Vater ihm erzählt hatte, dass damals Abraham eher nach Kemet, in das Land Ägypten gezogen war. Sollte er das auch tun? Er fragte Gott. Aber der sagte ihm diesmal: Reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich mit deinem Vater Abraham geschworen habe. Ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels und ich will deinem Samen das ganze Land geben. Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Abraham hatte auch diese Worte gehört. Er hatte damals gar keine Kinder gehabt. Für Isaak war das schon leichter anzunehmen, denn er hatte schon zwei Kinder, zwei Söhne. Interessant ist, warum Gott ihm diese Verheißung gab. Weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen, meine Gesetze gehalten hat. Der Gehorsam Abrahams, dem Gesetz Gottes, der Tatsache, dass Gott immer Liebe ist und immer derselbe ist. Dieses Wissen hatte sich übertragen auf Isaak. Isaak profitierte von dem Segen, den Abraham empfangen hatte.
Der Segen Gottes hatte offensichtlich also generationenübergreifende Konsequenzen. Und so blieb Isaak in diesem Land mit seinen Kindern, Esau und Jakob und seiner Frau Ribka. Sie zogen nur etwas gen Westen zur Küste, zum Wasser, und dort kamen sie in Kontakt mit einem Volk, das schon sein Vater Abraham ab und zu kennengelernt hatte. Es waren die Plischtim. Die Ägypter nannten sie Peleset, die Akkader Palastu, und all das bedeutet Einwanderer. Es waren Leute, die nicht in dieser Gegend ursprünglich gelebt haben. Wir kennen sie heute als die Philister. Es waren Volksgruppen, die aus dem fernen Westen vom Mittelmeer her gekommen waren, aus der Ägäis, aus den Inseln des Meeres, zum Beispiel von der großen Insel Kefta oder Kaftor, die wir heute Kreta nennen. Immer wieder hatten dort Seefahrer sich aufgemacht und die ganze Küste des Ostmittelmeerraumes besiedelt mit kleinen Stadtstaaten, und so lebten auch an der Küste von Kanaan einige dieser Pelishtim, derer, die eigentlich so etwas wie die Vorfahren der späteren Griechen waren. Die Zeichen, die sie benutzten, zeugten von der Seefahrt. Sie waren Abkömmlinge der berühmten minoischen Regierung, der minoischen Kultur auf Kreta. Und dort, in einer ihrer Städte, lebte jetzt Isaak mit seiner Frau. Und kurioserweise bekam er dieselbe Angst, die auch sein Vater bekommen hatte. Als er sich so mitten zwischen diesen eingewanderten Heiden aufhielt, bekam er die Angst, dass seine schöne Frau Ribka ebenfalls Opfer einer Attacke sein könnte, oder es vielmehr eher Opfer einer Attacke sein könnte. Und so tat er genau das, was schon sein Vater zweimal falsch getan hatte. Er behauptete, sie wäre nur seine Schwester, was in dem Fall nun schon mal gar nicht mehr stimmte. Bei Abraham war es immerhin noch eine Halbwahrheit gewesen, bei ihm war es eine echte Lüge. Als aber die Menschen dann dort sahen, wie zärtlich die beiden miteinander umgingen, wurde ihnen schnell klar, dass das weit das überschritt, was zwischen Bruder und Schwester normalerweise üblich ist. Und Isaak wurde von dem König, der immer den Titel Abimelech dort trug, zur Rede gestellt. Und er gab zu, ja doch, es stimmte, sie ist meine Frau. Isaak wurde von Gott dort sehr gesegnet. Wenn er, als er dort aussäte, erntete er hundertfach, was ein Vielfaches von dem war, was in jener Zeit überhaupt denkbar war. In der fruchtbaren Gegend des Euphrat, da wurden manchmal bis zu 30-fache Ernten eingefahren, aber so etwas hatte niemand jemals erlebt. Und schnell wurden diese Einwanderer, diese Philister, neidisch. Und so musste er wegziehen, mehr wieder in die Wildnis, in das Tal von Gera. Und immer wieder war es eine Herausforderung, wegen den klimatischen Bedingungen Wasser zu finden. Und er grub Brunnen um Brunnen, und um jeden Brunnen gab es Streit mit den Philistern. Manchmal trafen sie wirklich auf echtes Grundwasser, und manchmal konnten sie nur Zisternen bauen. Und Gott erschien ihm ein weiteres Mal und sagte zu ihm: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen und deinen Samen mehren, um Abrahams, meines Knechtes willen, auch wenn diese eingewanderten Philister in der Mehrzahl sind und dich immer wieder bedrängen und dich wegdrücken und dich vertreiben, ich werde bei dir sein. Fürchte dich nicht. Isaak wurde weitaus schlechter behandelt als Abraham, der noch als großer Fürst galt unter den Kanaanitern. Isaak wurde schon weitaus mehr bedrückt. Die Zeit der Bedrückung hatte längst angefangen, von der Gott dem Abraham berichtet hatte. So lebten sie wieder in der Gegend von Beersheba, wo schon Abraham gelebt hatte. Eines Tages kamen diese Philister, in einer kleinen militärischen Delegation und sagten: Komm, Isaak, lass uns Frieden machen. Wir bleiben dort an der Küste und du bleibst hier in dieser Gegend. Und dort an dem Brunnen, wo sein Vater Abraham schon so einen Kontrakt, so einen Bund mit den Philistern gemacht hatte, in Beersheba, machte er ebenfalls einen Bund. Die Engel, die diese Geschichte beobachteten, sahen, dass so viele Dinge sich wiederholten. Dinge, die
Isaak getan hatte, die Abraham getan hatte, tat auch Isaak. Dinge, die er gut getan hatte, tat auch Isaak. Da, wo Abraham versagt hatte, versagte oft auch Isaak. Waren das einfach die biologische Abhängigkeit, die Gene? Oder was war der Grund dafür? Dort hatte schon Abraham an diesem Baum, an diesem Brunnen, einen Baum gepflanzt. Das Leben von Isaak wurde bald sehr viel trübseliger. Esau hatte nicht nur keine Lust zu warten, wenn es um das Erstgeburtsrecht ging. Er hatte auch keine Lust zu warten, ob irgendwann sein Vater mal Lust hätte, irgendjemanden nach Aram zu schicken, um eine Frau für ihn zu bekommen. Er sah schöne Frauen um sich herum. Von den Chetitern, dem Volk mit den 1000 Göttern. Und weil sie so schön waren, diese ganzen hethitischen Frauen, und jetzt nicht entscheiden konnte, nahm er gleich 2 auf einmal. Und Rebekka war außer sich und beschwerte sich. Wie kannst du das zulassen, Isaak? Aber der hatte Angst, dass er vielleicht keine leckeren Antilopen mehr bekommt, wenn er seinen Esau zu sehr zurechtweist. Und so hing der Familiensegen schief. Dann im Jahre 2231. Jitzrak war schon alt geworden, er konnte kaum mehr richtig sehen. Und er wusste, es ist an der Zeit, die Nachfolge zu regeln, das Erbe auszuteilen. Er wusste, dass Gott seiner Frau gesagt hatte, dass Jakob der Erbe sein sollte. Aber er war sich nicht ganz sicher, ob er das so akzeptieren sollte. Er liebte seinen Sohn. Und vielleicht hatte Gott mit dieser Prophezeiung ja nicht das Beste ausgewählt. Könnte es sein, dass in dieser kleinen Entscheidung, einen Erben für die Familie zu wählen, es eine bessere Wahl gab als das, was Gott gesagt hat? Er wollte Esau doch den Segen geben. Er mochte ihn mehr. Der Jakob war ihm ein bisschen zu brav. Und so gab ihm den Auftrag, geh und hol mir ein wildes Tier, töte es und bring mir wieder so einen schönen Braten nach dem Rezept, das ich so gerne habe. Gesagt, getan, Esau machte sich auf den Weg und suchte auf den Bergen nach irgendeiner Wildziege oder irgendetwas, was er finden konnte. Aber all das hatte Ribka gehört. Und jetzt klopft ihr Herz. Natürlich war sie wütend auf ihren Ehemann, der nicht nur auf sie hört, nicht nur nicht auf sie gehört hatte, sondern auch auf Gott nicht gehört hatte. Aber jetzt schien es so zu sein, als ob die Verheißung Gottes gegen eine Wand läuft, denn nur noch wenige Stunden, dann würde Esau so ein Tier gefunden haben. Sie kannte ihren Sohn, sie wusste, wie schnell er ist, wie gut er zielen kann. Und sie wusste, es gibt viele Ziegen dort auf den Bergen. Gott hat nur noch wenige Stunden, um das zu verhindern. Aber er tut nichts. Ist Gott noch in der Kontrolle? Hier kam Zweifel. Vielleicht könnte man ja Gott ein bisschen nachhelfen. Immer und immer wieder haben diese Menschen mit der Frage gerungen, ob Gott immer das Beste tut. Und sie wollte das Beste für ihren Sohn und so gab sie ihm einen kühnen Rat. Geh und schlachte eine Ziege, nicht eine Wildziege auf den Bergen, sondern eine, die neben dem Zelt grast. Häute sie. Ich werde dir einen Braten zubereiten und dann sollst du das Fell dir anziehen an den Armen und sollst vorgeben, Esau zu sein. Jakob konnte damit nicht übereinstimmen. Er war gut erzogen. Man lügt nicht, hatte er gelernt. Er hatte gelernt, dass der Gott des Himmels die Wahrheit liebt. Aber seine Mutter drang in ihn. Dieser selbe Gott des Himmels hat auch gesagt, dass du Erbe bist und es bleiben nur wenig Stunden. Müssen wir nicht mit Gott zusammenarbeiten? Jetzt ist es an dir. Gott hat seinen Teil getan. Jetzt musst du etwas tun dafür. Und schließlich hörte er auf sie. Er zog sich dieses Ziegenfell an und ging mit zitternden Beinen in das Zelt seines fast blinden Vaters. Der war sehr erstaunt. Erstmal ging es ziemlich schnell. Zweitens klang die Stimme so deutlich nach Jakob, dass er sich kaum vorstellen konnte, dass es wirklich Esau ist. Er betastete die Haare und kam dann doch zu dem Schluss, es muss Esau sein. Er fragte ihn noch einmal,
Bist du wirklich mein Sohn Esau? Was sollte er tun? Am besten schnell die Sache hinter sich bringen. So wie damals, über 2000 Jahre zuvor Adam. Ja, ich bin's. Jakob segnete ihn. Er gab ihm all den Segen, den er geben konnte. Materiell, geistlich, aber Jakob konnte kaum richtig zuhören. Er verließ schnell das Zelt und schon sah er über die Hügel seinen Bruder daher sprinten mit einer schönen Gazelle auf dem Rücken. Der hatte das Lager kaum erreicht, als ein Schrei gen Himmel aufging. Ich bin betrogen worden. Isaac, der alte Vater, war zu Tode betrübt. Man hatte ihn betrogen. Esau wollte am liebsten seinen Bruder umbringen. Und jetzt musste schnell gehandelt werden. Rebekka ging zu Isaac und sagte ihm, schau mal her, du weißt ganz genau, was Gott gesagt hat. Und schau, jetzt ist es so gekommen. Isaac sah schlussendlich ein, dass Gott recht gehabt hatte. Und er sah auch ein, er wusste in seinem Kopf, dass Jakob der bessere Erbe wäre. Der eher Gottes Willen tun würde, obwohl er gerade jetzt so einen hinterhältigen Fehler gemacht hatte. Und auf Rebekkas Vorschlag hin sandte er ihn zurück nach Aram, um fern zu bleiben von dem wütenden Esau, der wahrscheinlich kurzen Prozess mit ihm gemacht hätte. Dort soll er sich eine Frau suchen, dort sollte er eine Familie gründen und vielleicht irgendwann mal wiederkehren, wenn Esau alles vergessen hatte. Jakob zog schnell über das Bergland. An einem Tag hat er alles verloren, was ihm lieb war. Seine Mutter, seine Heimat. Und was ihm am allermeisten niederdrückte, war dieser Gedanke, dass wahrscheinlich er sich vom Himmel getrennt hatte. Und obwohl er jetzt den Segen empfangen hatte, er mit diesem Segen gar nichts mehr anfangen könnte. Eines Abends legte er sich auf einen Stein, ganz alleine, unter freiem Himmel. Er wusste, jeden Moment können irgendwelche Kanaaniter vorbeikommen, die ihn kurz und klein schlagen. Frierend, zitternd, voller Angst schlief er ein, seinen Kopf auf dem harten Stein. Und er träumte und sah Stufen. Stufen, die gen Himmel stiegen. Stufen, so wie ihm sein Vater erzählt hatte, dass da Stufen waren bei dieser Zikkurat in Ur. Stufen, die bei diesem Turm gewesen waren, den man bauen wollte. Aber diese Stufen führten nicht irgendwo auf ein Plateau. Diese Stufen führten in den Himmel selbst. Und Gott sprach zu ihm, Jakob, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaac. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Er hatte nichts weiter als einen Stab in der Hand, ein paar Kleidungsstücke. Nicht wie Abraham, der mit großer Sippe, mit 318 wehrfähigen Männern durchs Land gezogen war. Aber Gott sprach zu ihm, du Flüchtling, dir will ich dieses Land geben. Dein Same soll werden wie der Staub der Erde und nach Westen, Osten, Norden, Süden sollst du dich ausbreiten und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott hatte ihn nicht verlassen, trotz seines schweren Fehlers. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hinbringst und dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Er hatte so sehr danach verlangt, dass jemand ihm vergibt. Gott hatte ihm offensichtlich vergeben. Gott bot ihm an, all die Fehler wieder gut zu machen. Gott bot ihm an, gnädig zu sein und sein Leben in die rechte Bahn zu lenken. Diese Stufen, die in den Himmel stiegen, die einen Weg zu bahnen schienen, von der Erde in den Himmel, die hat Jakob sein Leben lang nicht vergessen. Er nannte den Ort Bethel, das Haus Gottes. Hier ist das Haus, das wahre Haus Gottes. Nicht dort, wo sie den Turm gebaut hatten bei den Akkadern. Nein, hier.
hier, wo Gott zu mir gesprochen hat. Und so zog er weiter auf dem Weg nach Norden, um irgendwo Fuß fassen zu können. Auch Esau merkte, dass der Familiensegen enorm schief hing dort zu Hause. Und dass die beiden Frauen, die er hatte, ein echtes Ärgernis waren für seine Mutter. Und so dachte er sich, nun ja, wenn zwei Frauen ein Ärgernis sind, vielleicht kann eine dritte ja eine Lösung sein. Und er zog in die Wüste zu den Nachfahren von Ishmael und holte sich dort eine von den Töchtern Ismaels, von den Nachfahren Ismaels, als dritte Frau. Die war ja immerhin eine Verwandte von Abraham. Jakob erreichte Aram, das Land seiner Mutter. Und auf einem Feld begegneten ihm Schafe und Hirten. Aber es war vor allem eine Hirtin, die wiederum an einem Brunnen sein Aufsehen erregte. Ganz anders war es diesmal als damals, als Eliezer mit 10 Kamelen, großer Karawane, an einem Brunnen hielt, um eine Frau zu treffen. Diesmal war es nur ein armer Flüchtling. Aber er traf wieder eine Frau an einem Brunnen in Aram. Und mit der Zeit haben die Engel im Himmel, die Malachim, sich gedacht, unter dieser Sonne geschieht nichts Neues. Immer wieder dasselbe. Die Frau hieß Rachel, Mutterschaf. Ein passender Name für eine Hirtin, Rahel. Und sie war die Tochter von Laban, seinem Onkel, dem Vater seiner Mutter Ribka. Auf dessen Einladung entschloss sich Jakob, dort in der Gegend zu bleiben. Und bald schon entdeckte er, dass Rahel nicht nur eine gute Hirtin, sondern eine unglaublich schöne, liebenswerte Frau ist. Er wollte sie heiraten. Und er fragte Laban, was denn der Brautpreis wäre. Er konnte kein Gold anbieten, wie damals der Eliezer. Aber arbeiten konnte er. Und Laban, der geschäftstüchtig war, sah eine gute Gelegenheit, seine Herden zu versorgen. Und er bot ihm an, arbeite 7 Jahre für mich und dann wirst du die Rahel bekommen. Gesagt, getan. Und 7 Jahre vergingen niemals so schnell wie im Leben von Jakob. Es heißt sogar, es kam ihm vor wie einzelne Tage. So verliebt war er in diese Frau. Er wollte sie unbedingt, unbedingt heiraten. 7 Jahre waren schnell vorbei. Der Tag kam, die Hochzeit wurde lange vorbereitet. 7 Tage lang sollte gefeiert werden. Ganz Haranu, die Stadt, in der sie lebten, war auf den Beinen zum Hochzeitsfest von Jakob und Rahel. Die Hochzeitsfeier war wunderbar, es gab viel Musik und gutes Essen und Rahel blieb die ganze Zeit verschleiert, wie es gute Sitte war, dort in jener Zeit. Die Sonne ging unter und Jakob konnte die Stunden kaum mehr erwarten. Er erzählte die Stunden und erzählte die Minuten hinunter. Endlich mit seiner Rahel alleine ins Zelt zu gehen. Das tat er dann auch. Dunkel war es geworden. Still war es geworden. Und jetzt kam der Moment, auf den er sich 7 Jahre lang gefreut hatte. Ein Moment, weil sein Herz höher schlug. Und wie schön es war, diese erste Hochzeitsnacht mit seiner Geliebten. Bis er am nächsten Morgen aufwachte und merkte, dass es gar nicht Rahel gewesen war. Es war ihre Schwester. Die sahen sich recht ähnlich, ja. Aber jetzt im Sonnenlicht sah er deutlich an ihren Augen, diesen matten Augen, dass es Lea war, die passenderweise müde hieß. All seine Emotionen, die tiefste Freude seines Lebens, die er gerade in der Nacht erlebt hatte,
War alles nur ein Betrug gewesen? Wahrscheinlich hat niemals zuvor ein Mensch sich so betrogen gefühlt wie Jakob. Betrogen nicht nur einfach, weil er was anderes versprochen bekommen hatte, betrogen im tiefsten Herzen auf einer Ebene, die Menschen mit Worten kaum beschreiben können. Er hatte sich hingegeben an diese Frau und es war gar nicht seine Frau. Es war nicht sie. Er selbst hatte öfter im Leben andere betrogen. Jetzt merkt er bis ins tiefste Herzen, was Betrug bewirkt. Aufgebracht ging er zu Laban und sagte, was hast du getan? Und der beruhigte ihn mit einem Hinweis auf die örtlichen Gepflogenheiten, dass man noch niemals die jüngere Schwester einfach so verheiratet hätte. Aber er könne sie haben, wenn er auch bei Lea bleibt. Und jetzt gab es einen Kampf in seinem Herzen. Er hatte die Option, diese Ehe zu annullieren, denn er konnte beweisen, dass er nicht mit Lea verheiratet sein wollte. Man hätte es annullieren können, er hätte frei seines Weges gehen können und vielleicht darauf hoffen können, dass Gott ihm eine andere Frau geben könnte. Aber er wollte unbedingt diese Rahel haben. Aber Rahel kam jetzt nur um den Preis, gleichzeitig Lea als Frau zu haben. Und er entschied sich dafür, dann Lea mitzunehmen, damit er auf jeden Fall seine Rahel haben kann. Noch einmal, 7 Jahre sollte dienen, er würde Rahel zwar gleich sofort auch bekommen, aber er müsste weitere 7 Jahre dann noch nacharbeiten, um sie abzubezahlen. Und so lebt er plötzlich, tief verletzt, mit 2 Frauen, die gleichzeitig auch noch Schwestern waren, und das hatte von vornherein Konfliktpotenzial, in einem Haus. Und während er Rahel liebte, konnte er sich kaum dazu durchringen, mit der Lea überhaupt irgendeine eheliche Pflicht durchzuführen. Sie hatte mitgemacht, sie hatte ihn betrogen. Er verachtete sie, er schaute sie kaum an, er wies sie an, die dreckigsten Arbeiten zu machen. Und Lea merkte jetzt wieder selbst, was es bedeutet, andere zu betrügen. Die Sünde hatte immer weitere Konsequenzen und durchdrang all die Familien, Generation für Generation. Aber da Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist und des Ausgleichens, fand er einen Weg, dem Jakob begreiflich zu machen, dass auch Lea Liebe braucht. Er gab ihr Kinder und Rahel keine. Der erste, den sie bekam, da war sie so begeistert, dass sie sagte, seht, ein Sohn, Reuben. Beim zweiten sagte sie, Gott hat mich erhört, Shimeon, er hat gehört. Beim dritten war sie sicher, dass jetzt der Jakob ihr anhängen würde, sie nannte ihn Levi, Anhänglichkeit. Und beim vierten Sohn lobte und pries sie Gott, Jehuda. Aber ihre Schwester konnte das gar nicht gut sehen. Sie liebte Jakob, er liebte sie, aber sie hatten keine Kinder, während dieses dritte Rad am Wagen sozusagen, diese Lea schon 4 Kinder hatte. Sie konnte keine Kinder bekommen. Und Jakob kannte die Geschichten, wie auch seine Mutter und auch seine Großmutter keine Kinder bekommen konnten. Und wahrscheinlich wäre es die beste Variante gewesen, so hat er sich gedacht, einfach zu beten. Es würde vielleicht 20 Jahre dauern, so wie bei seinem Vater, aber vielleicht würde dann Rahel ja auch Kinder bekommen, aber die wollte nicht 20 Jahre warten. Der war das jetzt schon ein Dorn im Auge. Und sie machte ihn erneut vertraut mit jener Methode, die doch so allgegenwärtig war. Eine Nebenfrau. Jakob kannte die Geschichten. Er wusste, wie viel Leid das gebracht hatte. Aber er willigte ein. So lieb hatte er seine Rahel, dass er ihr jeden Wunsch erfüllen wollte, auch ein Kind zu bekommen von einer Frau, die gar nicht ihre Frau war. So nahm er Bilha, ihre Magd, als dritte Frau zu seiner Frau. Und die bekam tatsächlich Kinder. Der erste hieß Dan, Richter, der zweite hieß Naphtali, weil die Rahel sagte, ich habe gekämpft. Kämpfe Gottes. Es ist mein Kampf. Kein Scherz. Der Name heißt mein Kampf. Naphtali. Nun war die Lea wieder im Hintertreffen. Denn ihr Mann
hatte nicht nur eine zweite Frau, eine andere Frau, er hatte mit dieser Frau noch eine Frau, die quasi zu der anderen Frau gehörte. Er stand jetzt quasi 2 gegen 1. Das ist ungerecht. Und wenn sie dir eine Nebenfrau geben darf, dann darf ich dir auch eine geben, oder? Jakob verlor immer mehr die Kontrolle über seine Familie. Er nahm auch eine vierte Frau noch, um einfach nur es allen recht zu machen. Silpa. Und die bekam auch Kinder. Einer hieß Gad, Glück. Und der andere hieß Ascher, Glückseligkeit. Manchmal, da haben sie sich um Früchte gestritten und gezankt, die Frauen, und haben sich Wort an den Kopf geschmissen, an den Früchten gezehrt, weil man glaubte, dass diese Früchte die Lust steigern könnten. Eines Tages hat man sogar mit so einer Frucht den Jakob gekauft. Die Lea sagte zu ihm: Ich habe dich heute gekauft, dass du bei mir heute schläfst, wegen dieser Frucht. Und Jakob ging auch darauf ein. Sie wurde noch einmal schwanger, gebar ihren 5. Sohn Issachar und dann den 6. Sebulon und sogar noch eine Tochter, Dinah, die Richterin. Und jahrelang ging das so, die Familie wuchs und mit jedem Kind gab es mehr Streit, ein richtiges Familienchaos. Und schließlich wurde tatsächlich Rachel selbst schwanger. Und man würde glauben, dass sie jetzt am Ziel aller ihrer Träume gewesen war und zufrieden und glücklich war. Stattdessen nannte sie ihren Sohn Josef. Ich hoffe, ich bekomme noch einen. Er füge hinzu. Das Leben war hart. Noch weitere 6 Jahre arbeitete er für Laban. Bei Hitze und bei Kälte. Er war verantwortlich für all die großen Herden dort. Und es konnte im Winter sehr frostig werden. Immer wieder veränderte Laban seinen Lohn und beutete ihn aus. Er war mehr Sklave als Freier. Mit interessanten Tricks versuchte er, seine Herde selbst ein bisschen größer zu machen. Aber irgendwann merkte er, dass die Familie von Laban ihn eigentlich loswerden wollte. Gott segnete ihn immer noch. Und er wusste, ich bin hier eigentlich kaum noch richtig geduldet. So rief er seine beiden Frauen, Lea und Rachel, aufs Feld und sagte: Schaut, lasst uns zurückziehen in das Land meiner Väter, in das Land Kanaan, und lasst uns am besten jetzt gleich ziehen. Sie stimmten zu. Sie waren auch nicht besonders begeistert, wie Laban, ihr Vater, mit ihnen umgegangen war. Sie hatten kein großes Interesse, länger dort zu bleiben. Und sie machten sich auf den Weg in einer Karawane. Rachel, seine Lieblingsfrau, stellte aber sicher, für alle Fälle noch so einen kleinen Hausgötzen mitzunehmen. Sie war ja so aufgewachsen, dass es einen Gott im Himmel gibt, der die Welt geschaffen hat und der all die großen Dinge getan hat, aber dass es auch gut ist, von all den Völkern um uns herum zu lernen, nämlich diese kleinen Götzen, die so für all die kleinen Dinge, für den kleinen Unfall und für die Krankheit und für die Ehe, für alles Mögliche hatten sie so kleine Hausgötzen. Und sie nahmen einen mit, es könnte ihr auf jeden Fall nicht schaden. Und so zogen sie im Eilmarsch zurück in das Land Kanaan. Und als sie schon die Berge Kanaans erblickten, da holte sie Laban mit einer ganzen Truppe berittener Soldaten ein und Männer ein. Und er fragte sie: Warum seid ihr geflohen? Und warum habt ihr mich bestohlen? Jakob wurde ärgerlich. Er erzählte ihm auf, was er alles getan hatte und wie er sich abgemüht hatte und wie Laban ihn betrogen und hintergangen hatte. Und bestohlen hatte ihn ganz sicherlich nicht. Er, Jakob, würde mit Sicherheit keinen Götzen mitnehmen. Laban war sich nicht ganz so sicher. Und er ließ nach und nach jeden von den Kamelen aufsteigen, um nachzuschauen im Gepäck der Kamele, ob da nicht vielleicht irgendwo ein Götze wäre. Und der Rachel wurde es ganz heiß auf ihrem Kamel. Denn sie hatte den Götzen zwischen ihren Beinen versteckt. Und als ihr Vater zu ihr kam, sagte sie: Mir geht es nach der Frauenweise, ich kann gerade nicht runter. Laban akzeptierte das, aber es war eine weitere Lüge.
in einer ganzen Serie von Lug und Trug. Sie machten dort einen Bund und Laban macht ihm deutlich, komm bloß nie wieder nach Aram zurück. Wir wollen dich hier nicht mehr sehen. Geh bloß in das Land Kanaan, das Land deiner Verheißung und bleib dort. Diese Steine, die wir hier aufstellen, sind eine Grenze. Und Jakob war in gewisser Weise froh, nicht mehr zurück zu müssen, aber er wusste auch, was kommen würde. Dort war Aram mit dem ärgerlichen Laban und all seinem Betrug und seiner Ausbeuterei. Aber vor ihm lag Kanaan und die Ungewissheit, wie Esau reagieren würde, wenn er ihn jetzt nach vielen Jahrzehnten wieder treffen würde. Sie kamen in die Nähe des Überganges zum Jordan. Und der ängstliche Jakob sah dort auf den Feldern Malakim. Das ist ein bisschen undeutlich, aber er sah ganz deutlich eine Abteilung Malakim vor ihm und eine Abteilung da hinten. Und er nannte den Ort Mahanaim, Doppellager. Und ihm wurde deutlich, trotz all der Fehler, die er gemacht hatte, trotz all der Konsequenzen, die seine Sünde umgebracht hatte, die Engel Gottes, die Boten, die vom Thron Gottes kamen, hatten ihn nicht verlassen. Er fragte sich, wie würde es jetzt gehen mit Esau? Wie würde die Begegnung stattfinden? Und er schickte ein paar Boten voraus, um ihm Geschenke zu bringen und sagen, schau, ich bin zurückgekommen, aber ich will von dem Erbe nichts mehr. Du kannst alles Erbe für dich behalten. Ich habe meine eigene kleine Herde gewonnen, trotz viel Mühe und viel Betrug beim Laban. Lass uns in Frieden zusammenleben. Und er hoffte, dass dieses Friedensangebot, ein Angebot der Unterwürfigkeit, seinen zornigen Bruder Esau beschwichtigen würde. Die Antwort kam postwendend. Esau hat von deiner Rückkehr gehört und er zieht mit 400 Soldaten wortlos in deine Richtung. Und jetzt bekam Jakob richtig, richtig Angst. Er kannte seinen Bruder und er wusste, der schießt nicht nur auf Gazellen und Antilopen. Er entschloss sich, die Karawane zu teilen, die Herde zu teilen in zwei Lager, dass wenn ein Lager verloren geht und verwüstet wird, dass das andere vielleicht überleben kann. Und dann ließ er sogar seine Familie zurück für die Nacht und überquerte jenen Fluss, den Jabbok, um am anderen Fluss Ufer zu beten. Es wurde Nacht und er betete. Und als er sein Leben so zurück betrachtete, da stellte er fest, dass mit all den großen Prophezeiungen, die bei seiner Geburt gegeben worden waren, es erstaunlich schief gelaufen war an fast allen Ecken und Enden. Er hatte meistens etwas Gutes gewollt, aber er hatte auch festgestellt, dass in den meisten Fällen er oder seine Mutter Gott nicht wirklich ganz vertraut hatten, anders als Abraham. Es war eine ganz große Katastrophe daraus entstanden. Er konnte nicht zurück und er konnte nicht vorwärts. Er war irgendwie eingeklemmt in das Leben. Was sollte er tun? Und er betete zu Gott um Hilfe. Ganz allein war er. Und immer wieder hat er sich umgeschaut, ob er auch allein bleibt. Er wusste von den Kananitern, die ihre Raubzüge am liebsten nachts unternahmen. Und während er so betete, wurde er plötzlich attackiert von hinten. Eine Hand ging auf seine Schulter und er wusste, das muss irgend so ein Kananiter sein, irgend so ein Amoriter, der jetzt ihm das Leben nimmt. Das Esau kann das doch nicht sein, der ist zu weit weg. Und so begann er zu kämpfen. Und er kämpfte und kämpfte und kämpfte. Er konnte ihn nicht sehen, er konnte seine Augen nicht sehen, aber sie rangen und schlugen aufeinander ein und versuchten sich einander umzuwerfen. Und das ging nicht nur für Minuten so. Dieser Gegner schien stark zu sein. Jakob selbst war schon nicht mehr der Allerjüngste. Aber er kämpfte, er wusste, wenn er aufgibt, dann wird das wahrscheinlich sein Leben kosten. Und er kämpfte. Und es waren Stunden, die sie kämpften. Immer wieder wälzten sich auf dem Boden. Und irgendwann verließ ihn alle Kraft. Und er wusste, wenn er aufgibt, dann wird er sterben. Und während er kämpfte, kam der Gedanke in seinen Kopf, bin ich dann überhaupt erlöst?
Wenn ich zurückschaue in mein Leben, was ich gerade getan habe, da waren fast nur Fehler. Ich wollte immer gesegnet sein, ich bin verflucht gewesen. In meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Arbeit, mit meiner Verwandtschaft. Ich habe kaum etwas richtig gemacht in meinem Leben. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich dann bei Gott oder nicht? Der Satan versuchte ihn zur Verzweiflung zu bringen. Und so kämpfte er und kämpfte und kämpfte und kämpfte, bis keine Kraft mehr in ihm war. Und dann wurde er berührt. Nicht geschlagen, nicht auf die Seite geworfen, sondern mit einer sanften Berührung an der Hüfte drang ein Schmerz in sein Hüftgelenk, wie er es in seinem Leben noch nie gehabt hatte. Auf die Stelle war er verkrüppelt und konnte sich nicht mehr richtig bewegen. Und ihm schoss ein Gedanke durch den Kopf: Was ist das für ein Kanaaniter, der stundenlang mit mir kämpft und jetzt mit einer Berührung mich K.O. schlägt? Das ist doch gar kein Kanaaniter. Das ist auch kein Amoriter, das ist auch kein Hethiter. Sowas kann kein Mensch. Mit wem habe ich denn die ganze Zeit hier gekämpft? Und während er seine Fingernägel in diese Person hineinkrallte und sie nicht losließ, realisiert er plötzlich, dass er mit jemandem kämpft, der sehr viel größer ist, der alles kann, der mit einer simplen Berührung das Hüftgelenk für immer verletzen kann. Plötzlich realisiert er, er kämpft mit einem Malakim, wenn nicht sogar mit dem Malakim, dem Sohn Gottes. Die Sonne begann langsam am Horizont das Licht in die Finsternis wiederzubringen. Noch war sie nicht zu sehen, aber es wurde schon heller. Und Jakob realisierte, dass der, mit dem eine ganze Nacht gekämpft hat und versucht hatte, ihn umzubringen, oder mindestens ihm vom Leib sich zu halten, dass das der war, der vor Jahrzehnten zu ihm in Bethel gesprochen hatte: Ich will dich segnen. Aber jetzt sagte diese Stimme zu ihm: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Eins wusste Jakob: Er hatte diesen Kampf verloren. Klarer Punktsieg für den Gegner. Er konnte sich nicht mehr bewegen. Aber ihn wunderte, warum der Gegner nicht einfach ging. Jemand, der mit einer Handberührung die Hüfte verletzen kann, der muss nicht fragen: Bitte lass mich gehen. Der kann einfach gehen. Aber er hatte ihn nicht einfach abgeschüttelt. Er hatte ihm gesagt: Lass mich gehen. Und lass mich gehen, in einem Bruchteil einer Sekunde verstand Jakob: Lass mich gehen ist eine Bitte, keine Forderung. Dieser siegende Sohn Gottes bittet ihn, den Verlierer: Lass mich gehen. So als ob er, der Verlierer, den gewinnenden Sohn Gottes in seiner Gewalt hat. Womit hat ihn in seiner Gewalt? Mit seinen Fingernägeln, die fest an ihm krallen? Nein. Dieser Sohn Gottes ist gefangen von der freien Willensentscheidung dieses armen Jakob. Wenn er diesen Sohn Gottes braucht und auch weiterhin braucht, dann wird er nicht gehen. Und Jakob verstand diesen Gedanken, dass obwohl er gekämpft hat und verloren hat, er doch Sieger ist. Nicht durch Gewalt, nicht durch seine Kraft, sondern dadurch, dass er bedürftig ist. Seine Bedürftigkeit macht ihn zum Gewinner. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Mein ganzes Leben habe ich versucht, Segen zu empfangen. Ich habe gekocht wie ein Weltmeister, um gesegnet zu werden.
Ich habe gelogen wie ein Weltmeister. Ich habe mich gekleidet, um gesegnet zu werden. Ich habe vier Frauen gehabt in der Hoffnung, dass vielleicht eine mir Segen bringt. All das hat nur Fluch gebracht. Ich habe nie auf deinen Plan vertraut. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und flehte zu ihm. Es war der erste und vielleicht der letzte Sieg, wo ein Sieger in einem Zweikampf durch das Weinen und Flehen gesiegt hat. Gott kann man nicht mit Faustschlägen besiegen. Man kann ihn nicht einfach über die Schulter werfen. Aber man kann ihn mit seiner Hilflosigkeit, seiner Bedürftigkeit und seinem simplen kindlichen Vertrauen besiegen. Er wird nicht gehen. Und dort, an dieser Stelle, beim Jabbok, östlich des Jordan, segnete der Sohn Gottes den Jakob und änderte seinen Namen von Jakob, der Fersenhalter, der Betrüger, in Israel, der Kämpfer Gottes, der Fürst Gottes. Dann verabschiedeten sie sich, der Sohn Gottes und sein Kämpfer, der gerade erst aufgrund seiner Bedürftigkeit zu einem neuen Menschen geworden war, der seine Bedürftigkeit endlich eingesehen hatte und plötzlich als der Fürst Gottes bezeichnet wurde. Und die Sonne ging auf. Und es heißt, und die Sonne ging auf, als er an Peniel vorüberzog. Und er hinkte wegen seiner Hüfte. Jeder Schritt tat ihm weh, aber er hatte ein Lächeln auf den Lippen. Jetzt konnte Esau kommen. Jetzt war alles egal. Er wusste, Gott ist mit mir. Die Sonnenstrahlen wärmten seine schmerzenden Hüfte. Ein gebrochener Mann, der das Leben gewonnen hatte. Sie trafen sich, Esau und Jakob. Und Esau fiel ihm um den Hals. Und sie weinten. Und Gott schenkte Vergebung. Sie trennten sich später. Esau zog in den Süden, in das Bergland Seir. Jakob wollte in Kanaan bleiben. Aber sie gingen im Frieden. Gott hatte das, was Jahrzehnte kaputt gemacht hatten, in einer Nacht geheilt. Israel, der ehemalige Jakob, zog jetzt an den Ort, vor dem vor über 170 Jahren Abraham zum ersten Mal Kanaan betreten hatte. Schechem, Sichem. Und dort lebten einige von den Kanaanitern und er ließ sich dort nieder und wollte dort sesshaft werden und ein Grundstück erwerben und so weiter und so fort. Das Leben könnte doch jetzt von jetzt an glücklich weitergehen, oder? Einer der Söhne jener Stadt sah seine Tochter Dina und sie gefiel ihm. Und als Dina gegen den Rat ihrer Eltern sich in diese Stadt der Kanaaniter bewegte und dort mal ein bisschen die jungen Frauen kennenzulernen, ein bisschen zu plaudern, da lauerte er ihr auf und als sie um die Ecke ging und keiner sie sah, sprang er sie an und vergewaltigte sie. Er liebte sie wirklich, aber das war die Art und Weise, wie kanaanitische Liebe aussah. Und jetzt, wo sie vergewaltigt hatte, dachte er, hatte ein Recht, sie auch zu heiraten. Und sein Vater bot dem Jakob an, schau mal her, jetzt ist es geschehen, was soll man machen? Bleibt ihr hier, werdet sesshaft hier, gebt eure Diener meinem Sohn zur Frau. Wir werden gute Nachbarn. Jakob war geschockt. Er konnte fast gar nichts sagen. Und er wartete, bis all seine Söhne zu Hause waren, die mittlerweile herangewachsen waren. Und sie hörten davon und waren entrüstet. Sie hatten gehört von dem Land Kanaan. Es war das erste Mal, dass sie das Land Kanaan jetzt betreten hatten. Sie hatten große Hoffnung in dieses Land der Verheißung. Sie wussten auch, dass dort viele böse Leute rumlaufen, aber so schlimm hatten sie sich nicht vorgestellt. Und sie fassten einen Plan. Sie boten den Bewohnern des Tales an, dass
man tatsächlich so eine Ehe kontraktieren könnte. Man könnte tatsächlich gute Nachbarn werden unter der Bedingung, dass auch sie so würden, wie sie selbst sind, nämlich beschnitten. Der Bund der Beschneidung wäre das die notwendige Bedingung. Die Kanaaniter von sich her waren wahrscheinlich erst etwas irritiert. Warum sollten sie sich an der Pforte beschneiden lassen, nur damit einer von ihnen eine Frau heiraten kann? Aber man überzeugte sie mit dem Argument, dass man dann gute wirtschaftliche Vorteile hätte, man könnte Handel treiben. Und so ließen sich tatsächlich alle Bewohner Kanaans beschneiden. Sie nahmen zumindest äußerlich den Bund des wahren Gottes an. Aber die Söhne Israels hatten nie vorgehabt, diese Kanaaniter zu Nachfolgern Gottes zu machen. Es war nur ein Vorwand. Denn nach 3 Tagen, als die Schmerzen am größten waren, gingen Levi und Schimeon, der zweite und der dritte, bewaffnet in die Stadt und erschlugen alle Männer, die auf ihren Pritschen lagen und gerade vor sich hinstöhnten. Rotteten alles aus. Und Jakob war betroffen. So hat er sich das nicht vorgestellt. Ja, er hatte Jesus gefunden, aber seine Söhne waren nicht automatisch bekehrt. Gewalttätig. Noch schlimmer, als er das je gewesen war. Er hatte Angst. Kanaaniter, so böse sie waren, würden zueinander halten und andere Städte würden davon hören, was für eine Gräueltat geschehen ist. Sie würden diese kleine Familie zunichte machen. Und er tadelte sie. Aber sie wollten nicht hören und sagen, sie sind doch selbst schuld. Sie haben unsere Tochter wie eine Hure behandelt. Gott gab ihm den Rat, zieh weiter. Zieh weiter nach Süden, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Und dort in Bethel, dort an dem Ort, als er zum ersten Mal diese Leiter gesehen hatte, an einer Terebinte, bekamen sie den Auftrag, alle fremden Götter, die noch immer bei ihnen waren. Jakob selbst glaubte nicht an fremde Götter, aber seine Frauen, durch den Einfluss von Laban, ihre Erziehung, hatten immer noch das mitgeschleppt. Gott wollte, wenn sie im Land Kanaan leben, dass sie ganz und eindeutig zu ihm stehen. Tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Fangt von vorne an. Dort unter Terebinte wurden sie alle begraben. Sie mussten sogar all ihren Schmuck ablegen. Denn das war Teil des Götzendienstes dort in jener Gegend. Und als sie weiterzogen gen Süden, da starb eine Frau, von der wir sonst nichts wissen. Ihr Name ist Deborah. Sie war eine Amme. Aber aus irgendeinem Grund muss sie so eine bedeutsame Frau gewesen sein, dass die große Weltengeschichte ihren Tod verzeichnet hat. Sie wurde dort unter dem Baum begraben. Und dort erschien Gott noch einmal dem Jakob und sagte zu ihm, ich bin Gott, der allmächtige El Shaddai, sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir kommen und Könige sollen aus deinen Lenden hervorgehen. Das Land aber, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, das will ich dir und deinem Samen nach dir geben. Dieselben Verheißungen, die Abraham bekommen hatte, dieselben Verheißungen, die Isaak bekommen hatte, gingen auch an Jakob. Er mit seinen 12 Söhnen war jetzt im Land der Verheißung angekommen. Er wollte jetzt nichts weiter als seinen Vater vielleicht noch sehen und seine Mutter. Und so zogen sie weiter auf dem Weg nach Süden. Und dort auf dem Weg zeigte sich, dass seine Rahel, die wieder schwanger war, gebären würde. Es war nicht mehr weit bis zu dem Ort Ephrata, einem kleinen Ort im Hügelland. Und er hoffte, dass sie den Weg noch erreichen könnten, den Weg schaffen würden bis dorthin. Denn dort im Dorf würde es bestimmt Menschen geben, die helfen konnten. Aber sie schafften es nicht mehr. Und mitten auf dem Weg, vor dem Ziel, kam das Kind zur Welt. Für Rahel war die Geburt so stark, so brutal, dass sie an den Folgen zu sterben drohte. Und als sie merkte, es ist ein Sohn, nannte sie ihn Benoni, Sohn meiner Trauer, weil sie im Sterben lag. Abraham nannte ihn stattdessen Benjamin, Sohn meiner Rechten,
Doch es war ein trauriger Tag. Denn an diesem Tag starb seine geliebte Rahel. Und mehr als alles andere hat das einen tiefen Eindruck in seinem Leben hinterlassen. Ja, er hatte Frieden mit Gott, aber Konsequenzen der Sünde markierten weiterhin seinen Pfad. Einige Zeit später, als sie in der Nähe eines Turmes zelteten, da hörte er, wie sein ältester Sohn, Ruben, tatsächlich es wagte, sich an seiner Nebenfrau Bilha zu vergehen und mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben. Seine Söhne offenbarten all die Eigenschaften, die er auch gehabt hatte, zu einem noch schlimmeren Maße. Schließlich kam er in Beersheba an, das er vor Jahrzehnten verlassen hatte. Und er hoffte, noch einmal seine Eltern sehen zu können. Und wie froh war er, dass Jitzhak, sein alter Vater, immer noch lebte. Aber der sagte ihm dann mit trauriger Stimme: Jakob, du kommst zu spät. Deine Mutter, Ribka, ist gestorben. Er hat sie nie wieder gesehen. Seit dem Tag, als sie beide glaubten, dass Gott es nicht schaffen könnte, auf seinen Weg die Verheißung ernst zu machen. Ja, Gott hatte ihm vergeben. Gott hatte sein Herz gereinigt. Aber die Konsequenzen der Sünde, die blieben. Es war eine ernste Lektion für Jakob. Es ist eine ernste Lektion für uns. Sünde verändert uns, verändert unsere Umgebung, verändert unsere Familien. Doch zum Glück ist die Gnade Gottes so stark, dass egal wie tief wir gefallen sind, sie uns transformieren und verändern kann. Am ersten Abend haben wir festgestellt, Gott ist wirklich gut. Eine Betrachtung der Natur, der Schöpfung zeigt uns, Gott ist gut. Am zweiten Abend haben wir darüber gesprochen, wie das Gift der Schlange, der Rebellion, die ganze Weltgeschichte in den Griff, in ihre Fänge bekommen hat und wie auch in unserem Leben wir immer wieder selbstzerstörerische Rebellion sehen können. Wir sind davon nicht ausgenommen. Vorgestern haben wir gesehen, dass Gott einen Ruf hat an jeden einzelnen Menschen, exemplarisch dargestellt am Leben von Abraham, der zu Abraham wurde. Gott hat für jeden von uns einen spezifischen Plan und er ruft dich und mich, lieber Freunde. Heute, wenn wir eine Sache vor allem heute lernen können, dann die, dass Entscheidungen, die wir fällen, weitreichende Konsequenzen haben. Die Entscheidung, die wir heute fällen, die kann in Jahrzehnten uns wieder einholen. Sie kann unsere Familien, unser Umfeld schwer belasten. Entscheidungen können über Generationen hinweg den Kurs einer Familie, einer Gesellschaft, von Einzelpersonen bestimmen. Und vielleicht lohnt es sich mal darüber nachzudenken, welche Dinge wir so tun, weil andere es uns immer so vorgelebt haben. Oder welche Dinge wir tun, die vielleicht für andere zum Stolperstein sein könnten. Aber die gute Nachricht heute Abend ist, wir sehen im Leben von Isaac und Jakob, dass trotz all dieser Dinge, dieser Konsequenzen, die das nach sich zieht, Gottes Gnade immer gegenwärtig ist. Von dem Tag an, als er so schwer sündigte, bis zu seiner letztendlichen tiefen Umwandlung in seinem Herzen, war Gottes Gnade immer bei Jakob. Und durch Gottes Gnade war er wirklich, was er geworden ist. In dem Sinne möchte ich dich, lieber Freund, liebe Freundin, auch alle, die ihr jetzt live zuschaut, einladen, darüber nachzudenken, über dieses Netz, in dem uns alle befinden, was uns beeinflusst, wie wir andere beeinflussen, aber vor allem, wie durch Gottes Gnade unser Leben, so verfehlt es an manchen Stellen gewesen sein mag, so schwierig und verzweifelt die Situation sein mögen, in denen wir uns befinden, wie durch Gottes Gnade wir inneren, tiefen Frieden haben dürfen. In diesem Sinne möchte ich uns einladen zu einem Abschlussgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir heute Geschichten betrachten konnten, die weniger von großen Weltreichen und Schlachten erzählt haben, als vielmehr von
dem größten Drama, das es gibt, nämlich der Familie und der Ehe. Und alle Weltgeschichte ist aufgebaut aus der Geschichte von Familien und Ehen. Wir haben heute gesehen, wie Entscheidungen unser Leben langanhaltend beeinflussen. Und wir haben gesehen, dass falsche Entscheidungen einen Rattenschwanz nach sich ziehen an anderen Dingen. Aber wir haben auch gesehen, dass gute Entscheidungen radikale Umkehr möglich macht. Und wir haben vor allem gesehen, dass obwohl du so viel stärker bist als wir, dass du gefangen bist durch unsere freie Entscheidung. Wenn wir möchten, dass du uns hilfst, wirst du uns helfen. Und wir danken dir, dass wir auch diese Erfahrung wie Jakob machen dürfen. Im Namen Jesu. Amen.